Das Fernsehen ist nach dem Buchdruck die bedeutendste Erfindung der Kommunikationstechnik. In den schnelllebigen 20er Jahren erreichte das Zeitalter der Moderne seinen ersten Höhepunkt. Die Telegrafie, das Telefon, der Film und das Grammophon gehörten bereits zum Alltag. Mit dem gerade hinzugekommenen Rundfunk entsteht auch der Wunsch, Bilder zeitgleich übertragen zu können, ähnlich wie den Ton beim Rundfunk und Telefon. Die entscheidende Idee für die Übertragung von Bildern stammt von Paul Nipkow. Er wurde 1860 in Lauenburg in Pommern geboren. Während seines Studiums in Berlin entwickelt er die legendäre Nipkow-Scheibe. Am Weihnachtsabend 1883 ist der junge Student allein in Berlin. Er sehnt sich nach seiner Familie. Gern würde er die Mutter sehen. Dieser Wunsch lässt ihn nicht mehr los. Könnte nicht auch ein Bild übertragen werden, so wie das Telefon die Stimme der Mutter überträgt? Nipkow entwickelt die Grundlagen für einen einfachen Mechanismus, die nach ihm benannte Nipkowsche Scheibe. Paul Nipkow meldet seine Erfindung 1884 beim Kaiserlichen Patentamt an. Es war das erste Patent in der weltweiten Fernsehgeschichte. Doch für die Verwirklichung fehlen 1884 die technischen Voraussetzungen. Erst durch die Erfindung der Elektronenröhre lässt sich sein Patent in die Praxis umsetzen. Für den schottischen Erfinder John Logie Baird sind zwei synchron rotierende Nipkow-Scheiben die Voraussetzung einer funktionierenden Bildübertragung. Seine primitive Apparatur hat er sich mühevoll aus Abfall zusammengebaut. Bereits 1923 meldet er ein Patent zur Verwendung der Nipkowschen Scheibe für ein mechanisches Fernsehsystem an. Doch der Erfolg in der Praxis ist ihm noch nicht gelungen. So findet er auch keine Geldgeber für seine Ideen. Die junge britische Elektroindustrie hält nichts von seinem Fernsehen. Baird lebt in ärmlichen Verhältnissen in einer kleinen Mansardenwohnung in London. Sein Studium an der Universität Glasgow hat er frühzeitig abgebrochen. Über Jahre hinweg und nächtelang arbeitet der kränkliche 35-Jährige an seiner Erfindung. Seinen kargen Lebensunterhalt verdient er mit Gelegenheitsjobs. In Glasgow, Schottland, als jüngstes von vier Kindern geboren, begeistert er sich schon als Kind für die Fotografie und das neue Telefon im elterlichen Haus. Baird setzt die Experimente in seiner Wohnung fort. Er braucht dringend einen Erfolg. An diesem Morgen 1924 steht er kurz vor der Realisierung der ersten Bildübertragung. Als Vorlage wählt Baird ein Malteserkreuz. Ein Lichtstrahl projiziert das Abbild auf die Nipkow-Scheibe mit den kleinen spiralartig angeordneten Löchern. Dahinter befindet sich eine Fotozelle. Sie wandelt die Lichtschwankungen in elektrische Impulse um. Die Signale durchlaufen einen Verstärker und speisen eine Flächenglimmlampe. Die flackernde Lampe schickt ihr Licht durch eine identische Lochscheibe auf der Empfängerseite. Hier wird das Bild bei jeder Umdrehung Zeile für Zeile wieder aufgebaut. Die beiden identischen Scheiben müssen sich mit der exakt gleichen Geschwindigkeit drehen, doch genau das bereitet Baird die größten Schwierigkeiten. Schließlich aber gelingt es ihm, durch elektrische Signale die Geschwindigkeit der beiden Scheiben zu synchronisieren. Das Abbild des Malteserkreuzes ist deutlich zu erkennen. Baird ist es als erstem gelungen, Nipkows Ideen zu verwirklichen. Das Fernsehzeitalter nimmt seinen Anfang. Dies sind Originalaufnahmen, die Baird mit einer von ihm patentierten Technik auf alten Wachsschallplatten gespeichert hatte. Dank Computertechnik gelang es einem englischen Tüftler, diese Aufnahmen zu rekonstruieren. Die Nipkow-Scheibe ist das wichtigste Bauteil der ersten Fernsehjahre. Die kleinen spiralartig angeordneten Löcher zerlegen ein Bild Zeile für Zeile und werfen die Lichtpunkte auf eine dahinter gelegene Fotozelle. Diese wandelt die Lichtimpulse in elektrische Spannungen um, entsprechend den Helligkeitsabstufungen des Bildes. In den ersten Fernsehjahren werden vorwiegend Filme abgetastet. Aufgrund der mangelhaften und unscharfen Bildübertragung müssen die Streifen gekürzt und umgeschnitten werden. Die Folge: der fernsehgerechte Film besteht ausschließlich aus Großaufnahmen.
Nach seinem Erfolg findet Baird endlich Geldgeber für seine Ideen. Sein erster Fernseher, der Televisor, kommt 1928 auf den Markt. Dem Publikum werden technische Neuerungen durch die Funkausstellungen bekannt, so auch das Wunder Fernsehen. 1928 auf der 5. Deutschen Funkausstellung demonstrieren der Ungar Dennis Mihai und Professor August Carolus die Übertragung von einfachen Objekten als Schattenbilder, beispielsweise eine auf- und zuklappende Schere. Aus den anfänglichen 30 Zeilen werden bald 48 und kurz darauf 90. Doch jede Erhöhung der Bildpunktezahl verlangt beim mechanischen Fernsehen größere und schneller rotierende Scheiben. Damit sind die Grenzen dieser Technik bald erreicht. 1897 erfindet der deutsche Physiker und Nobelpreisträger Carl Ferdinand Braun die nach ihm benannte Braunsche Röhre, Grundlage der meisten Fernsehkameras und Empfänger bis heute. Der Amerikaner russischer Herkunft, Wladimir Zworykin, entwickelt 1923 aus der Braunschen Erfindung die Ikonoskopröhre für die elektronische Aufnahme von Bildern. Das Ikonoskop ist der Vorläufer der heutigen Fernsehkamera. Mit ihm gelingt Zworykin der Durchbruch zur modernen, vollelektronischen Fernsehtechnik. Ein Jahr später lässt er sich bereits eine Röhre zur Wiedergabe von Bildern patentieren. In der Bildröhre steuern Elektromagneten einen Elektronenstrahl waagrecht und senkrecht über den Schirm. Auf der mit Leuchtfarbe beschichteten Röhre entstehen viele einzelne Lichtpunkte. Je nach Stärke des Elektronenstrahls entsteht ein hellerer oder dunklerer Punkt. Nacheinander und zeilenweise entsteht aus den Punkten das ursprüngliche Bild. Das umgekehrte Prinzip in der Kamera. Hier wird das reflektierende Licht von einer Linse gebündelt und auf die photoelektrische Platte der Elektronenröhre projiziert. Dort werden die photoelektrischen Zellen von einem Elektronenstrahl zeilenweise abgetastet. Dieser wandelt das Hell-Dunkel-Muster des Bildgegenstandes in elektrische Impulse um. Die Signale werden via Funk oder Kabel übertragen. Eine Antenne leitet sie zum Fernsehempfänger. Der eine Elektronenstrahl tastet das Bild ab, der andere baut es wieder auf, synchron und 25 Mal in der Sekunde. So entsteht für das menschliche Auge die Illusion der fortlaufenden Bewegung. Zurück in die Geschichte. Während die Fernsehpioniere Mihai und Carolus an der Weiterentwicklung des mechanischen Fernsehens arbeiten, experimentiert der junge Erfinder Manfred von Ardenne mit der elektronischen Fernsehröhre. 1931, während der Berliner Funkausstellung, gelingt ihm mit der Firma Löwe die weltweit erste elektronische Übertragung von Bildern vor einer begeisterten Öffentlichkeit. Die Ära des mechanischen Fernsehens nähert sich dem Ende. Bereits 1932 übernimmt auch die Konkurrenz das elektronische Fernsehen. Schon früh werden die ersten Heimempfänger in größeren Stückzahlen hergestellt. Wegen der hohen Preise und dem fehlenden Programmangebot bleiben sie aber für den Privatmann unattraktiv. Achtung, Achtung! Hier sind die Ultrakurzwellensender Berlin-Witzling. Ab 1935 wird in Deutschland an drei Abenden pro Woche ein Fernsehprogramm ausgestrahlt. Die Künstler müssen für die Live-Übertragung in einer kleinen dunklen Kabine sitzen. Durch das kleine Fenster tastet ein Lichtstrahl die Person ab. Aus diesen Zellen in der Größe eines Telefonhäuschens können lediglich Brustbilder übertragen werden. Die Sendungen sind vorerst nur in den wenigen öffentlichen Fernsehstudien zu sehen. Im Jahr 1936 überträgt der neu gegründete Fernsehsender Paul Nipkow Bilder von den Olympischen Spielen in Berlin. Der junge Ingenieur Walter Bruch baut für die Firma Telefunken die berühmte Fernsehkanone, die erste vollelektronische Kamera mit dem Ikonoskop. Die Nazis missbrauchen die neue Technik zu Propagandazwecken. Doch die Bildqualität bleibt unbefriedigend. Als Übergangslösung bedient man sich der Zwischenfilmtechnik. Der belichtete Film wird in dem mobilen Kamerawagen sofort entwickelt und von einer Nipkow-Scheibe abgetastet. Mit einer Verzögerung von nur einer Minute wird das Bild dann ausgestrahlt. Bereits ein Jahr später sind die neuen elektronischen Kameras kleiner und handlicher. Erstmals sind auch mobile Einsätze möglich. Das Interesse der Öffentlichkeit an aktueller Berichterstattung ist groß. 1939. Die Fernsehtechnik ist längst den Kinderschuhen entwachsen. Die neue Norm hat mittlerweile beachtliche 441 Zeilen pro Bild. Die Technik steht kurz vor der Serienreife.
Für die Nationalsozialisten ist das neue Medium von untergeordnetem Interesse. Mit Ausbruch des Krieges wird in ganz Europa die Forschung auf dem Gebiet der Fernsehtechnik eingestellt. 1939 beginnt in den Vereinigten Staaten das vollelektronische Fernsehzeitalter. Hier wird sich die Fernsehtechnik auch während der Kriegsjahre weiterentwickeln. 10.000 Fernsehempfänger sind bereits in privaten Händen. Während des Krieges werden in New York wöchentlich Fernsehprogramme ausgestrahlt. 1945, die frei werdenden Kapazitäten einer auf Hochtouren laufenden Kriegsproduktion werden sofort auf die Herstellung von Konsumgütern umgestellt. Nichts kann das neue Massenmedium mehr aufhalten. Noch ist die Filmindustrie das führende Unterhaltungsmedium. Doch mit der zunehmenden Verbreitung des Fernsehens stürzt die Weltmacht Hollywood in eine tiefe Krise, von der sie sich nicht mehr erholen wird. Bereits 1949 entwickelt die Radio Corporation America das vollelektronische Farbfernsehen. Das Verfahren wird NTSC getauft. In Amerika und Japan ist diese Norm noch heute der Standard. 1955 gelingt die erste Live-Übertragung eines Baseballspiels von der Ost- an die Westküste Amerikas. Hunderte von Fernsehstationen entstehen flächendeckend über das ganze Land verteilt. Die Vereinigten Staaten sind die erste Fernsehnation weltweit. In Europa ist das Fernsehen schwarz-weiß geblieben. 1953 wird die Krönung der englischen Königin Elisabeth mit erheblichem technischem Aufwand in Westeuropa live übertragen. Queen Elizabeth sorgt für den ersten Fernsehboom im Nachkriegseuropa. 10 Jahre später, am 26. Juni 1963, sehen bereits Millionen Fernsehteilnehmer weltweit die Übertragung der berühmten Rede von John F. Kennedy. Ich bin ein Berliner. 40 Fernsehkameras zeichnen das Ereignis auf. 1969 sehen über 500 Millionen Menschen auf der ganzen Welt die Bilder der ersten Mondlandung. Jetzt bekommt auch Europa das Farbfernsehen. Aus den drei Grundfarben Rot, Blau und Grün entsteht das Farbbild. Das ist das Verdienst des deutschen Fernsehpioniers Walter Bruch. Das PAL-Farbfernsehen basiert auf einer Weiterentwicklung des amerikanischen NTSC. Von wenigen Ländern abgesehen, entscheidet sich Westeuropa für PAL. In den 60er Jahren boomt das neue Medium in ganz Europa. In fast jedem deutschen Haushalt steht ein Fernseher. Bald hat die junge Bundesrepublik 2 Kanäle. Auch hier führt der Erfolg des Mediums zu einem landesweiten Kinosterben. Das Programmangebot und die Zahl der Fernsehsender ist seitdem kontinuierlich gewachsen. Ob Spielfilm, Fernsehkrimi oder Gameshow, die Vielfalt bestimmt den Fernsehabend. Auch die technische Entwicklung ist rasch vorangeschritten. 1981 kommen die ersten Stereofernseher auf den Markt, 1989 die ersten Geräte mit integriertem Satellitenempfangsteil. Die neuen Apparate mit rechteckiger Bildröhre lassen sich auch für die weiteren Entwicklungen der Zukunft nachrüsten. Und die heißt HDTV, übersetzt hochauflösendes Fernsehen. 1250 statt der herkömmlichen 625 Zeilen verhelfen zu Bildern im Kino-Breitbandformat. Das 20. Jahrhundert wurde zum Fernsehzeitalter. Das öffentliche Leben findet heute über den Bildschirm statt. Die Fernsehwelt ist zur Realität geworden.